So, hallo zusammen. Es kam nur die Frage noch mal kurz, wie das mit Luftadapter aussieht, dass ihr so kleine Modelle auch mit Luftadapter oder halt mit Luft betreiben könnt. Wie gesagt, das sind ganz einfache Adapter aus Messing. Ihr müsst hier nur aufpassen wegen Gewinde. Es gibt einmal Grob- und Feingewinde, da müsst ihr halt aufpassen. Und wie gesagt, der Stutzen, der hat ungefähr einen Durchmesser von 4 mm oder 4,5. Da passt der Schlauch super drauf. Da holt ihr euch einfach aus dem Aquariumbereich. Da gibt es verschiedene Luftschläuche. Nur nicht so weich holen, ne? Da gibt es ein bisschen härteren, weil die ganz weichen, die knicken sich weg und da kommt nichts durch, das auch nichts. So, das Ganze betreiben wir mit einer Eheim 400. Es gibt verschiedene Modelle, aber ich kann natürlich nicht versprechen, dass euer Modell damit läuft. Ihr müsst sehen, wie leicht läuft euer Modell. Ne? Ihr müsst das wahrscheinlich erstmal spülen mit dünnem Öl. Ihr dürft da nur ganz dünnes Öl verwenden, es läuft alles zu schwergängig. Ihr müsst wirklich alles sauber haben, es muss leichtgängig sein. Ne? Das ist schon, also ihr läuft da wirklich, ihr seht das hier. Ich habe jetzt keine Luft dran, die bewegt sich ganz leicht. Wenn euer Modell schon sich so nicht dreht, dann kann ich nicht garantieren, ob das auch läuft damit, ne? So, wir können ja mal alles anschließen. Einfach einen Schlauch hier drauf. Zack, ein bisschen Strom. So, und ihr seht ja, was hier abgeht. Dann können wir natürlich noch ein bisschen regeln hier mit dem Regelventil, was ich immer einbaue. Aber wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass euer Modell damit läuft. Ich habe es eben bei der anderen 14er probiert. Die quält sich. Ne, weil auch immer mit dickem Öl gelaufen ist, da muss man wahrscheinlich auch erstmal mit Caramba oder so ein Lösungsmittel erstmal alles gängig machen und dann ganz feines Öl drauf machen. Also das muss man probieren. Also nicht, dass ihr die kauft und sagt dann zu mir, ach, die läuft ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Ne? Also das müsst ihr selber tüfteln, weil ich weiß nicht, wie leicht und wie schwer euer Modell läuft. Also ich habe mittlerweile alle Modelle mit zum Laufen gebracht. Wie gesagt, 5er, 10er, 14er, aber die müssen halt auch leicht laufen. Ihr müsst die zerlegen, sauer machen, leichtgängig ist alles. Sonst läuft das nicht. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Adapter vom Aussehen. Das sind immer aus Restbeständen, mache ich das immer. Weil Messing ist teuer geworden. Ne? Ich habe früher mal viel Messing gehabt und mittlerweile ist es sehr teuer, wenn ich da so ein Material kaufe. Dann sage ich euch, gut, da kostet der Adapter jetzt 5, 6 Euro. Und da sagt ihr, oh, das ist aber teuer. Und das Teuer ist immer der Versand. Ich mache es nicht mehr im Briefumschlag. Der wurde schon zweimal jetzt aufgerissen und das lohnt sich nicht. Also ich muss das schon versichert machen. Da kostet Versand 3, 4 Euro. Und dann lohnt es ja schon gar nicht, wenn ihr so einen Adapter bestellt. Ne? Vielleicht kann man ja sowas auch mal kaufen irgendwo. Da müsste man sich mal informieren. Mit den Gewinden halt nur aufpassen. Gibt es bestimmt auch zu kaufen. Ich muss da mal googeln. Ne? Aber ich habe jetzt auch keine Lust da, für jeden so einen Adapter anzufertigen. Ich habe das früher mal gemacht. Ach, ist eine ganz schöne Fuckelei. Da ist man auch eine Weile dran. Macht man auch nicht gerade mal eben, weil das muss auf der Drehmaschine alles vernünftig gemacht werden. Ne? Aber ihr wollt ja nur mal sehen, wie das aussieht, wie das funktioniert. Ich habe jetzt nur mal so ein Beispiel in die 14 genommen. Wie gesagt, von mir eine mit Regelventil und Druckbarometer, dass ihr mal seht, dass damit funktioniert mit der Eheim 400. Da gibt es verschiedene Modelle, es gibt auch kleinere, noch größere. Aber die sind eigentlich sehr leise, wenn ihr die in den Schrank baut, die seht ihr halt nicht. Wie gesagt, wir haben mit so einer Ausstellung, wie gesagt, da haben wir mehrere Modelle mit Eheim 400 oder noch andere Modelle oder halt auch größere Luftpumpen oder wie heißen die, Kühlschrankkompressor, dass man die Modelle so laufen lassen kann mit Luft. Weil ich mache das mit meinem Sohn, die Ausstellung. Das ist der vierte Advent, ist das, glaube ich, genau. Und da wollen wir ein paar Modelle laufen lassen. Viele Luftaggregate werden auch laufen, schöne. Und Dampfmaschinen haben wir natürlich auch ein paar am Laufen. Aber man kann sich nicht um alles kümmern, deswegen machen wir das mit Luft. Da kommt da einfach dünnes Öl rein, dann laufen die stundenlang. Da braucht man nichts machen, da können die Leute so gucken. Ne? Na gut, soll reichen mit der Babbelei. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das aussieht. Wie gesagt, der Adapter, der kommt meist immer da rein, wo das Sicherheitsventil reinkommt. Ihr braucht ja jetzt kein Sicherheitsventil. Ihr habt hier so einen minimalen Druck, da passiert nichts. Und wenn da wirklich mal zu viel Druck sein sollte und ihr habt irgendwas zu, dann fliegt euch höchstens der Schlauch ab. Der ist so leicht hier drauf. Also ihr habt hier groß keinen Druck. So. Jawohl, läuft wieder. Ja, das soll schon reichen, dass ihr mal kurz gesehen habt, wie das funktioniert. Und wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, müsst ihr mal googeln. Die Eheim 400 gibt es auch mal gebraucht. Da holt euch mal eine. Schlauch kann man auch alles bestellen. Also fragt mich jetzt nicht, das ist alles von mir. Nein, ich verkaufe das nicht. Guckt euch im Internet, da könnt ihr googeln. Und Adapter, ich habe jetzt auch keine mehr. Also ich kann nicht jeden Tag Adapter herstellen. Das geht nicht. Erstmal mit kein Grundmaterial. Ich kann gerne für euch mal googeln, ob ich da irgendwas finde, dass man so fertige Adapter auch kaufen kann. Weil das lohnt sich wirklich nicht, wenn ich so ein, zwei Adapter für euch mache und da ist der Versand teurer als die ganzen Adapter kosten. Ne? Nee, nee, nee. Aber ich wollte es auch nur mal zeigen, weil mich jemand gefragt hat oder angeschrieben hat. Und gut, sollte reichen, ne? Bis dann mal wieder. Schönes Wochenende.